Ja Leute, was geht? Ein wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ja, was machen wir heute? Wir gehen heute ein Halloween-Kostüm kaufen. Denn wir sind heute Abend bei meinem Freund Darius eingeladen. Und zwar auf eine Halloween-Party. Und da muss man sich halt kleiden. Ich bin eigentlich gar kein Freund davon. Ich mag es eigentlich gar nicht so gerne. Aber heute, ja, werde ich mal, wie immer sagen, reingeforst. Ja, das heißt, ich muss mich verkleiden. Und ja, mal gucken, als was ich denn so gehe. So, bevor wir aber heute Abend auf die Party gehen, hier nochmal etwas, wonach ihr sehr oft fragt. Ihr fragt sehr oft, was für ein Parfüm benutze ich. Ich benutze dieses Parfüm. Creed heißt es. Pack's mal aus, zeig's euch mal. Da ist es. Das ist das Parfüm, was ich seit kurzem benutze. Und es ist tatsächlich mega geil. Es riecht richtig angenehm. Wunderbar! So, bevor wir jetzt losfahren, muss ich noch mal schnell was futtern. Ich futter mein Gericht, was ich ungefähr wunderbar am Tag esse. Ja. Haferflocken mit. Mit? Lecker Shake. Mit was? Lecker Shake. Lecker Shake. Ja, jetzt müssen wir ungefähr 2 Minuten garen. Tada! Lecker! Ich hab dich hier. Oh mein Gott. Wir haben die ganze Zeit überlegt, wo wir unser Geld hinpacken können. Kleingeld. Ja, unser Kleingeld natürlich. Der schöne Wohnzimmer, ich sag nein. Wir packen jetzt Alfredo. Alfredo! Oh, das ist süß! Als Wachhund? Ja, der beschützt. Und gleichzeitig kann der auf unser Geld aufpassen. Ja, scheiße. Jetzt fahren wir los und jetzt geht's zum Kostüm gekauft. Ich glaube, ich finde ein vernünftiges Kostüm. Ich muss so als Teufel gehen. Und du gehst als Bambi. Als Bambi. Als Bambi. Als Bambi. Schossens Bambi. Ich schossens Bambi bin ich heute. Das ist gut. Ich würde so sagen, ein Partnerlook auch gar nicht cool. Partnerlook? Warum? Wenn du ein Clown bist? Clownsparty. Das ist der coole Fahrstuhl, wo immer die Fotos entstehen. Hier entstehen immer die Instagram-Fotos. Ja. Neun Minuten. Zack, zack. Schnell, schnell auf jeden Fall. Das ist der Vorteil. Wenn man zentral wohnt, ja. Dann hat man. Ja, weil Bambi und ich, wir haben ja eine Zeit lang am Stadtrand gewohnt. Mhm. Von Berlin. Ein großer Vorteil, dass wir hier in der Stadt wohnen, ist, dass wir spät abends nach Essen gehen können. Und überall mit dem Taxi noch abends hinfahren können und. Guck mal, wie das aussieht. Sieht man das? Ja, ein bisschen. Das, Alter, sieht man nie gesehen sowas. Da hast du gut Alter, gesehen. Da haben nie so also Vögel durchgefahren. Das habe ich nicht gedacht. Guck mal, wie das aussieht wirklich jetzt. Das ist voll krass aus. Alle auf, hallo, es ist Halloween. Dann wartet ihr auf mich? Nee, das ist anders. Das ist... Ich bin gleich fertig. Ich bin sofort fertig. Ich muss noch das erledigen. Ja, ich... Das noch ist, das erledigen. Das so, ist, kommt er wieder? Guck mal. Hallo, nein. Ich bin jetzt gleich fertig. Das Ding ist folgendes. Ich denke immer, ich denke wirklich immer, ich bin fertig. Ja. Aber dann kommen irgendwelche Sachen reingeflogen von irgendwelchen Leuten, die irgendwas mal wollen. Wenn du Unternehmer bist, dann gib das jetzt einen Daumen hoch. Du weißt genau, was ich meine. Manchmal ist das so, du kannst dann nichts machen. Und wenn du die Frau davon jetzt, komm jetzt nicht hier ein mit Prioritäten setzen, musst du prioritieren. Nein, Mann, manchmal geht das nicht so. Manchmal kommen einfach Sachen da rein, die sind wichtiger, als dass man los muss, weißt du? So am Ende des Tages. So, wenn ja, okay, das Halloween-Kostüm ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Das Halloween-Kostüm ist alles entscheidend auf jeden Fall. Es hat geklappt. Jetzt haben wir uns unsere Halloween-Party-Kostüme gekauft. Es war so krass voll. Ja, es war so, ich mag das voll. Überhaupt nicht, wenn es so richtig voll ist. Das ist eine schöne Currywurst. Happy, happy gibt's jetzt. Yeah. So Leute, jetzt geht's ab zur
Darius. So, ich glaube, wir machen jetzt öfter mal so Vlogs. Dann machen wir auch jetzt so Pranks. So fangen wir an mit dem SVP, so Pranks zu machen. So ein Clown, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich mag das nicht, so ich Pranks. Ich mag das nicht, aber ich mag auch keine Gruselfilme. Nee, stimmt. Aber ich habe auch schon Angst vor ihm, ich habe Angst vor ihm. Sieht voll gruselig aus, ja? Geht jetzt mal los hier. Jetzt fahren wir los. Bis später. Halloween-Partys sind auf jeden Fall immer ein bisschen speziell. Ist immer so ein bisschen Schwanzvergleich mit Outfits. Wer hat das Outfit an? Ja, nee, jetzt fahren wir zu Darius. Darius, by the way, mein erster Geschäftspartner. Immer noch. Wir haben ein großes Business zusammen. Darius Kamadeva heißt seine Marke. Dort sind eben Beziehungsprodukte für Frauen. Oh, ist das so? Ja, aber die Frauen sind. Dann könnt ihr alle beim YouTube-Channel bei Darius vorbeischauen. Darius Kamadeva, könnt ihr mal raufschauen auf YouTube-Kanal. Cool, Mann. Nee, ich habe heute übertrieben viel gearbeitet mal wieder. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel arbeiten, deswegen sind wir voll spiel losgekommen. Ich gucke voll viel, was Effizienz gerade angeht und so. Und produktiver werden. Ich habe ein Buch gelesen letztens. Kennt ihr vielleicht einige von euch? Tim Ferriss, 4 Stunden Körper. Und da spricht er eben darüber, wie du mit HIIT-Training, also eine spezielle Art von Training, krass viel Zeit sparst. Und er sagt halt so irgendwie so in der Woche, was sagt er? Brauchst du nur 15 Minuten? 15 Minuten oder so. Niemand hat uns Empfang. Nee, 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 nee. Hallo! Sag mal hallo! Hallo! Du bist immer voluminöser. Amazon. Wir waren vor dem Mask World, aber sowas Geiles gab's da nicht. Amazon, 20 Euro. Regel. Aber egal, ist trotzdem cool, Mann. Ja, Mann, wir fahren jetzt ein bisschen und der Vlog ist jetzt vorbei. Schönen Abend, bis dann. Peace. Weg von der Party. Gerade nach Hause gekommen und jetzt geht's. So, ich übernehme jetzt was. So, Leute, ich hoffe, dieser Halloween-Vlog hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Halloween-Geschichte. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein paar coole Reaktionen machen. Und wenn euch der Vlog gefallen hat, dann tut mir einen Gefallen, gebt diesem wieder einen Daumen hoch. Like das Teil und wir sehen uns dann im nächsten Halloween-Vlog wieder. Bis dann.